Hallo zusammen, schauen wir uns ein Anwendungsbeispiel zur Teilbarkeit von der Zahl 3 an. Wann ist eine Zahl durch 3 teilbar? Die Regel lautet, eine Zahl ist dann durch 3 teilbar, wenn die Zifferensumme durch 3 teilbar ist. Klingt kompliziert, ist es gar nicht. Schauen wir es uns an zwei Anwendungsbeispielen wieder an. Wir haben jetzt schon eine große Zahl. 3 teilt oder 3 teilt nicht. 24.381. Das kann man ganz schnell ausrechnen, ganz schnell überprüfen, indem man die Zifferensumme bildet. Die Zifferensumme ist 2 plus 4 plus 3 plus 8 plus 1. Ich addiere mir die einzelnen Ziffern. 2 und 4 ergibt 6, 6 und 3 ergibt 9, 9 und 8 ergibt 17, 17 und 1 ist 18. Die Zifferensumme ist 18. Kannst du 18 durch 3 rechnen? Ja, du kannst, weil 18 durch 3 ergibt 6. Das heißt, ich kann hier teilen. Kann ich die Zifferensumme teilen? Kann ich die Zahl 24.381 auch teilen? Das heißt, 3 teilt 24.381. Habe ich schon bewiesen? Bin ich schon fertig? Wir rechnen aber die Probe, um zu sehen, ob es wirklich stimmt. Das heißt, wir schauen es uns an. Wir rechnen 24.381 durch 3 und schauen, ob es wirklich auf 0 Rest ausgeht. 3 geht das erste Mal hinein in 24. Wir wissen, es geht sich 8 mal aus. 8 mal 3 ist 24 und 0 ist 24. Nächste Stelle 3 herab. 3 geht in 3 einmal. Einmal 3 ist 3 und 0 ist 3. Nächste Stelle 8 herab. 3 geht in 8 zweimal. 2 mal 3 ist 6 und wie viel ist 8? Und 2 ist 8, nächste Stelle 1 herab. 3 geht in 21 7 mal. 7 mal 3 ist 21, 0 Rest. Geht sich auf 0 Rest aus? Wussten wir schon, wir haben schon geschrieben, 3 teilt 24.381, weil auch die Zifferensumme durch 3 teilbar war. Okay? Nächstes Anwendungsbeispiel. Wir haben wieder eine große Zahl. 58.322. Wir überprüfen es wieder mit der Zifferensumme. Das ist 5 plus 8 plus 3 plus 2 plus 2. Einfach nur die Ziffern nehmen und addieren. Das macht man normalerweise dann natürlich im Kopf. Ist schon klar und schreibt sich nicht auf. 5 und 8 ergibt 13 und 3 ergibt 16 und 2 ist 18 und 2 ist 20. Die Zifferensumme ist 20. Kannst du 20 durch 3 teilen? Mit 0 Rest? Nein, das geht sich nicht aus. Du kannst 20 nicht durch 3 teilen. Geht die Zifferensumme nicht durch 3 teilen, dann geht auch die ganze Zahl nicht durch 3 teilen. Und fertig wären wir schon wieder. Wir rechnen natürlich auch wieder die Probe und überprüfen, ob das stimmt. Das heißt, wir rechnen es uns aus. 58.000 322 durch 3 und schauen, ob wirklich ein Rest bleibt. 3 geht in 5 das erste Mal, geht einmal, einmal 3 ist 3 und 2 ist 5. Nächste Stelle 8 herab. 3 geht in 8, 3 geht in 28, Entschuldigung, 9 mal. 9 mal 3 ist 27 und 1 ist 28. Nächste Stelle 3 herab. 3 geht in 13 4 mal. 4 mal 3 ist 12 und 1 ist 13. Nächste Stelle 2 herab.
3 geht in 12 viermal, 4 mal 3 ist 12 und 0 ist 12. Nächste Stelle 2 herab. 3 geht in 2 0 mal, 0 mal 3 ist 0 und wie viel ist 2? Und 2 ist 2, 2 Rest. Das heißt, wir erhalten hier wieder einen Rest und somit stimmt unsere Aussage, 3 teilt nicht 58.322, weil auch die Ziffernsumme nicht durch 3 teilbar war. Hier in diesem Fall ist es gegangen, also kann ich die Zahl auch durch 3 dividieren. Alles klar?